Hallo zusammen und herzlich willkommen zu den brandaktuellen, brandneuen News. Sowas Neues habt ihr bei mir noch nicht gehört. Ich habe heute am 5. April 2019 die Preisliste vom Kia e-Soul erhalten und die werde ich jetzt mal mit euch durchgehen. Also bleibt dran. Und legen wir mal los. Ja, die Preisliste ist da vom Kia e-Soul in der Version, die jetzt 2019 auf den Markt kommt. Man kann ihn übrigens ab jetzt bzw. nächste Woche beim Händler vorbestellen. Und das ist jetzt so das Aktuellste, was ich euch hier sagen kann. Und die Preise sind wie folgt. Ich werde auch immer wieder die Einblendung machen mit den Listen, die ich hier habe. Und mit den Ausstattungspaketen, wenn ich jetzt einfach mal anfange, ich gehe einfach mal die Übersichtspreisliste durch. Da haben wir halt, also zum einen, wir haben hier in Deutschland wie beim e-Niro auch drei Ausstattungsvarianten. Das ist die Edition 7, Vision und Spirit. Und die Edition 7 fängt bei 33.990 Euro an und aufhören tut der Spaß mit der Spirit-Version mit 64 Kilowattstunden Akku bei 43.190 Euro. Jetzt denkt ihr, oh, der ist aber günstig und das sind ja schon wieder ganz andere Preise wie die in Österreich. Ich muss dazu sagen, ich habe noch keine Zeit gehabt, diese Preislisten miteinander zu vergleichen. Ich kann nur eins sagen, es gibt hier Ausstattungspakete, die es in Österreich nicht gibt. Also wir haben zwar die drei Grundausstattungsvarianten, aber dazu gibt es noch fünf Ausstattungspakete. Und da fange ich einfach mal an, erstmal die Ausstattungspakete zu nehmen. Ausstattungspaket 1 wäre Eco-Paket, Vorheizsystem für Batterie, Wärmepumpe für eine effizientere Innenraumklimatisierung. Dieses Paket gibt es nur für die Edition 7 und kostet da 1290 Euro Aufpreis. Bei Vision und Spirit ist sie schon mit drin. So, das Paket 2 ist das Technologiepaket, induktive Ladestation für Smartphones, aktiver Querverkehrswarner zur Erkennung von Fahrzeugen im toten Winkel beim Querausparken, Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner, Blindspot, Collision Warning, Parksensoren vorne. Dieses Paket gibt es nur in der Vision-Version. Bei Spirit ist es serienmäßig. Und jetzt kommen wir zu dem, was es in Österreich nicht gibt, was ich ja letztens schon mal bemängelt habe, dass ja schon mal irgendwo so ein kleiner Fehler drin ist oder wie auch immer. Nein, in Deutschland gibt es tatsächlich das elektrische Glasschiebehubdach. Allerdings nicht in Verbindung mit der Zweifarblackierung, das kennen wir schon vom alten Kia Soul EV. Wenn man da die Zweifarblackierung haben wollte, konnte man das Panoramadach nicht mitbestellen. Hier ist es halt auch wieder elektrisch und die Lese-, Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung sind dann auch wieder in LED, so wie beim Kia e-Niro ja auch schon. So, Preise habe ich jetzt, glaube ich, vergessen. Beim Ausstattungspaket 1 hatte ich es gesagt, beim Ausstattungspaket 2 Technologiepaket, das kostet bei der Vision-Version 690 Euro und das Glasschiebedach kostet bei Spirit auch 690 Euro. Jetzt kommen wir noch zum Paket 4, das ist das Lederpaket, Lederausstattung mit Sitzkontaktflächen in Echtleder, Sitzheizung hinten, Sitzflächen der äußeren Sitze, also wie wir es ja schon kennen. Sitzventilation vorne, Fahrer- und Beifahrersitz achtfach elektrisch verstellbar, Fahrersitz mit zweifach elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze. Das ganze Paket kostet 1490 Euro. Dann haben wir noch das Paket 5, das ist das Lounge-Paket. Ja, da heißt es nur, solange Vorrat reicht. Fahrer- und Beifahrersitz achtfach elektrisch einstellbar. Fahrersitz mit zweifach elektrisch einstellbarer Lordosen- oder Lendenwirbelstütze. Sitzbezüge in Stoff-Lederkombination mit hochwertiger
Ledernachbildung, Türgriffe außen in Chrom. Das Ganze kostet 590 Euro. Nur solange der Vorrat reicht. Okay, also limitiert. Wenn ich jetzt gerade mal in dieser Preisliste bleibe, dann haben wir noch das Ladekabel vom Typ 2 auf Typ 2 Stecker, 16 Ampere, kostet 287 Euro. Ladekabel Typ 2 auf Typ 2 mit 32 Ampere kostet 313 Euro. Home Fast, das ist die Ladestation bis maximal 22 Kilowatt, dreiphasig 32 Ampere mit Typ 2 Steckdose ohne Kabel zuzüglich Montage 799 Euro. Ja, wenn wir jetzt mal zurückgehen zu der Ausstattung, also die Preisliste ist riesengroß. Also ich habe schon gedacht, ich bin jetzt bei Mercedes gelandet, aber nein, hier ist ja auch vieles serienmäßig. So, jetzt gehe ich mal hoch zu der Paketausstattung. Da haben wir Edition 7, da haben wir schon die 17 Zoll Leichtmetallfelgen mit 215/55 R17 Bereifung. Zwei Front-Airbags, zwei Seiten-Airbags, zwei Vorhang-Airbags, also sechs beim beim e-Niro sind es ja sieben, da haben wir noch den Knie-Airbag für den Fahrer. So, adaptive Geschwindigkeitsregleranlage inklusive Stop-and-Go-Funktion, die ist da serienmäßig drin, aktiver Spurhalteassistenz mit korrigierendem Lenkeingriff, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung, Dämmerungssensor, Drive Mode Select, also die Fahrmodi Auswahl mit Eco, Eco Plus, Komfort und Sport, so wie wir es schon beim e-Niro haben. Dann haben wir Fahrersitzhöhenverstellung, Fernlichtassistent mit High Beam Assistent, Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung, Frontscheinwerfer mit LED-Technik. Kia Touchscreen Radio mit 7 Zoll mit RDS und MP3 Funktion, Klimaautomatik mit Antibeschlagsystem, Müdigkeitswarner, das ist dieses Driver Alert System, Notruf Service E-Call, das ist ja jetzt vorgeschrieben in den neuen Fahrzeugen, Schaltwippen am Lenkrad für die Rekuperationseinstellung, Smartphone Schnittstelle, Android Auto und Apple CarPlay, Smart Key und ein Startknopf und der Stauassistent, das ist schon serienmäßig alles jetzt in der Grundausstattung Edition 7. Wenn wir jetzt noch das nehmen, was jetzt zu der Edition 7 bei der Vision-Version dazukommt, nur noch mal kurz zur Erinnerung, der Preis fängt bei der Edition 7 bei 33.990 Euro an, bei der Vision sind wir dann bei 37.590 Euro, also das sind knapp 4.000 Euro, 3.500 Euro Preisunterschied. Da kommt dann halt bei der Vision die Dachreling, das war gerade mein Computer, die Dachreling, digitaler Radioempfang, DAB, Harman Kardon Premium Soundsystem inklusive 10 Lautsprecher. Wir können uns ja noch daran erinnern, dass es ja auch einen Unterschied gab in der österreichischen Preisliste. So, Innenrückspiegel selbst abblendend, Kia-Karten-Navigation 10,25 Zoll inklusive 7 Jahre Kia-Navigationskarten-Update und Kia-Connected-Service. Lederlenkrad, lenkradbeheizbar, Online-Dienste, Kia UFO Connect, da hatte ich ja im letzten Video schon mal erzählt, was da alles drin ist. Da haben wir wirklich alle Möglichkeiten drin, Verkehrsinformationen in Echtzeit, Warnung vor Gefahrenstellen, Wettervorhersagen, lokale Suche, Parkmöglichkeiten und Ladestation sowie Möglichkeit zum Abruf von Fahrzeuginformationen und Steuern von Fahrzeugfunktionen über die Kia UFO App. So, dann kommen noch dazu Parksensoren hinten. Dann die dunkel getönten Heckscheiben ab der B-Säule, Regensensor, Sitzheizung vorne, Sitzflächen und Lehne, Vorheizsystem für die Batterie, Wärmepumpe für eine effizientere Innenraumklimatisierung. Da haben wir gerade eben die Preise für fürs Eco-Paket gehabt für 1290 Euro. Die sind da halt schon mit drin.
So, kommen wir jetzt als nächste Variante mit einem Preis ab 39.390 Euro zu dem Spirit. Da haben wir zusätzlich zu der Vision-Version noch 12 Volt Steckdose im Gepäckraum drin, aktiver Querverkehrswarner zur Erkennung von Fahrzeugen im toten Winkel beim Querausparken, ambiente Beleuchtung, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Head-Up-Display, induktive Ladestation für Smartphones, Parksensor vorne, Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner. Das sind jetzt so die Paketpreise von oder die Ausstattungspreise von den Ausstattungslinien, so rum gesagt. Es gibt halt wieder diese endlos lange Preisliste von Kia Deutschland, wo halt zwischendurch immer mal ein paar Striche drin sind und mal nicht. Ich werde hier mal einblenden. Es gibt halt wenig Unterschiede. Wenn, dann sind die eigentlich jetzt schon erklärt mit den Paketen, die ich erwähnt habe, weil halt viele Optionen halt durch die Pakete abgedeckt werden. Wenn ich jetzt beispielsweise die Außenspiegel nehme, da gibt es dann halt den Unterschied Außenspiegel in Dachfarbe lackiert. Das wäre halt bei der Edition 7 und bei der Vision Außenspiegel in Dachfarbe lackiert mit Akzenten in Glanzschwarz. Das wäre dann die Spirit-Variante oder Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten haben sie denn alle. Da bin ich jetzt gerade verrutscht. Genau, die Dachreling wollte ich eigentlich vorlesen. Die gibt es halt nur für die Vision und Spirit-Variante. Ja, diese Verglasung hatte ich schon erwähnt, die gibt es nur bei Vision und Spirit, also die Dunkelverglasung hinten, die Privacy-Verglasung. Dann Türgriffe außen in Chrom hatten wir gesehen, das war das limitierte Lounge-Paket, wo es die dann halt in der Spirit-Variante gibt. Windschutzscheibe und vordere Seitenscheiben in Solarglas-UV-Schutz gibt es ab der Vision-Variante. Ambiente Beleuchtung hatte ich schon gehabt. Ja, es gibt halt wirklich wenige Positionen, die man jetzt hier irgendwie noch aufzählen kann. Lederlenkrad, Lenkrad, Heizung ab Vision, Türgriffe innen in satiniertem Chrom, auch ab Vision. Ja, Beifahrer, Sitz achtfach elektrisch verstellbar. Wobei halt Fahrersitz auch achtfach elektrisch verstellbar, zweifach Lendenwirbel. Das sind die Pakete 4 und 5, wo das mit drin ist. Das hatte ich ja auch schon erwähnt. Und ja, die meisten Sachen sind dann halt über die Pakete abgedeckt, so wie ich das schon erwähnt habe. Die Preisliste ist hier wirklich ellenlang. Also es gibt hier halt wirklich sonst keine dazu buchbaren Geschichten, außer halt diese Pakete, die ich schon erwähnt habe. Aber ich möchte jetzt mal auf die Außenlackierung eingehen. Und da war ja auch die Frage gewesen, weil in der österreichischen Preisliste, jetzt muss man dazu sagen, in Österreich gibt es einen privaten Importeur, der halt die Kia-Fahrzeuge importiert. Hier in Deutschland ist es halt Kia Deutschland selbst. Sprich Kia als Zweigniederlassung sozusagen. Und hier in Deutschland sieht es so aus, ich werde mal die Farben einblenden und ich habe ja auch die Preislisten, aber ich blende vielleicht mal die Farben erstmal ein. Wir haben hier eine Serienlackierung, die keinen Aufpreis kostet, so wie wir es ja auch vom Kia e-Niro kennen. Und hier ist es beim e-Soul die Sparkling Silver Metallic Lackierung, die kostet keinen Aufpreis. Ansonsten haben wir halt Graffiti, Grau Metallic, Inferno Rot Metallic, Mars Orange Metallic, Neptun Blau Metallic, Cassis Schwarz Metallic und Snow White Pearl. Die Metallic Lackierung, die kosten alle 590 Euro und Snow White Pearl, die kostet 790 Euro. Das sind die Einfarblackierungen. Kommen wir jetzt zu den Zweifarblackierungen. Da haben wir Schneeweiß mit Kontrastfarbe Rot. Hier steht immer noch mal nicht in Verbindung mit Paket 3. Das wäre das elektrische Glashubschiebedach. Da kann man halt die Zweifarblackierung nicht nehmen. Das hatte ich ja schon erwähnt. Jetzt gehe ich nochmal auf Schneeweiß mit Kontrastfarbe Rot. Die kostet 300 Euro Aufpreis. Und die anderen Farbkombinationen, die ich jetzt noch erwähne, die kosten 890 Euro Aufpreis. Da haben wir Graffiti Grau Metallic mit Kontrastfarbe Gold.
Inferno Rot Metallic mit Kontrastfarbe Schwarz, Mars Orange Metallic mit Kontrastfarbe Schwarz, Neptun Blau Metallic mit Kontrastfarbe Schwarz und Cassis Schwarz mit Kontrastfarbe Rot. Ja, kann ja auch mal umgekehrt sein. Wie gesagt, die kosten alle 890 Euro, nur Schneeweiß mit Kontrastfarbe Rot. Die kosten oder kostet nur 300 Euro. Jetzt habe ich noch zwei Sachen und dann soll es das auch schon gewesen sein, weil wie gesagt, ich möchte jetzt nicht die ganze Preisliste durchgehen, weil alles, was da halt ausgeixt ist, ist dann im Endeffekt nur mit den Paketen zubuchbar und da habe ich die Pakete jetzt einfach mal vorgelesen. Da habt ihr dann eigentlich schon einen guten Überblick. Jetzt möchte ich noch zwei Sachen erwähnen, nochmal so am Rande, nur mal um's gehört zu haben. Die Gewichte der Batteriepakete, also was wiegt ein Batteriepaket? Da haben wir bei dem 39,2 Kilowattstunden Akku ein Gewicht von 315 Kilo und bei dem 64 Kilowattstunden Akku ein Gewicht von 457 Kilo. Nur halt einmal fürs Ohr, um das gehört zu haben. Jetzt habe ich aber noch etwas viel Interessanteres, da muss ich mal ganz kurz gucken. Genau, hier habe ich es. Nur um es nochmal zu erwähnen, hier steht jetzt in der Preisliste drin, ich weiß jetzt nicht, ob es beim Eniro auch drin stand, das habe ich jetzt so nicht im Kopf. Sitzhöhe, vordere Reihe. Das ist ja für mich ganz interessant, auch für andere Leute, die so meinen Größenformat haben. Ohne Schiebedach habt ihr da eine Höhe von 1013 mm und mit Schiebedach von 973 mm. Da kommt schon einiges zusammen, würde ich sagen. Und dann gibt es nun mal als Vergleich die Sitzhöhe. Hinten sind 988 mm. Das heißt, dass hinter dem Schiebedach das Dach wieder ein wenig ansteigt, genauso wie es beim Eniro auch der Fall ist oder auch beim Hyundai Kona Electric. Da geht das Dach nach hinten auch wieder etwas höher, wenn der Schiebedachkasten zu Ende ist. Ja, Beinfreiheit vordere Sitzreihe wird nur angegeben mit 1044 und hintere mit 927. Gepäckraumvolumen hatte ich auch schon mal erwähnt. Das sind 315 Liter bzw. 1339 Liter. Höchstgeschwindigkeit wird angegeben mit 157 bzw. 167 Stundenkilometer. Also je nach Akkugröße Beschleunigung von 0 auf 100. Haben wir beim 39,2 Kilowattstunden Akku 9,9 Sekunden und beim 64 Kilowattstunden Akku 7,9 Sekunden. Die Reichweite im City-Modus beim kleinen Akku sind 407 Kilometer und beim großen 648 Kilometer. Die Reichweite gewichtet, also sprich im Drittelmix wird das so sein, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Die individuelle Fahrweise, also das ist jetzt nur mal zur Erklärung zur Reichweite, ist die Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite und können diese unter Umständen reduzieren bzw. sogar erhöhen. Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt. Ja, und da habe ich halt noch eine Reichweite, das wird der Mix sein für den 39,2 Kilowattstunden Akku von 276 Kilometer und bei dem großen 64 Kilowattstunden Akku von 452 Kilometer. Also irgendwo da kann man sich dann ansiedeln. Das macht einen Stromverbrauch von 15,6 bzw. 15,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und einen Strommix, City-Mix, von 10,6 bzw. 10,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, und damit soll es das jetzt auch schon gewesen sein. Eine schnelle, kurze Mitteilung über das, was es jetzt halt hier zu berichten gibt. Neue Einpreisung beim Kia e-Soul hier in Deutschland. Und wie gesagt, ab den 8. April könnt ihr den bestellen und er soll ab April hier in Deutschland ausgeliefert werden. Also sofern ihr ihn nicht schon vorgeordert habt oder reserviert habt, dann macht die Bestellung jetzt gleich fertig und dann bekommt ihr das Auto noch. Ja, das soll es dann gewesen sein für heute mit der schnellen Mitteilung über die Einpreisung des Kia e-Soul hier in Deutschland.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr das Video auch schaut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.